Ganz ehrlich sind, kann ich eigentlich die ganzen Sachen auch einfach verkaufen. So, die Ringe der Opferung benutze ich eh nicht und den brauche ich auch nicht. Den auch nicht. Okay. Okay, dann gehen wir zurück und gucken mal, was da hinten noch weiter ist. Hinter dem Kristallweisen. Stück Holz ist aber ganz schön schwer. Es ist ein schweres Stück Holz. Es ist ein purer Eichenbogen, irgendwie sowas. So, wo können wir denn jetzt weiter? Hier oben wäre nur das Kampffeld noch gewesen. Okay. Das ist massiv Holz. Die schwerste Eiche, die ihr finden könnt. Kann ich dem eigentlich einfach von hinten auflauern? Es sind immerhin 280 Seelen geschenkt. Mehr oder weniger. So. Hier lang. Bitte schmeißt keine Steine auf mich runter. Ich sehe das Äxchen. Scheiße, da oben war wirklich was. Ich sehe auch das Äxchen. Funkeltitanit! Nice! Genau das, was ich haben wollte. Und noch einer! Damit kann ich mein Eisschwert verbessern. So, was haben wir hier oben noch? Der Rückweg. No, eine dicke Bertha. Und die Viecher wieder. Ach komm, ein Schlag noch. Da ist doch noch einer. Könnt ihr bitte alleine kämpfen? Ich kämpfe auch alleine, hallo? Das wäre nur fair. Scheiße, ist immer noch da. Ich gehe. Tschüss. Kommt der hinterher? Der ist so klug. Bitte nicht auslachen. So, erstmal mein Siegestrunk. Der Heroldshelm. Bin ich der einzig wahre Herold jetzt? Wo ist jetzt der zweite, ist die Frage. Da! Kriegen wir den gecheased? Ich glaube nicht. Außer ich schaffe es, perfekt an ihm vorbeizurollen. Und wegzulaufen. So. Und schnell weg. So, dass er die Spur verliert. Und jetzt da hinten irgendwo rumläuft. Nice. Cheese complete. Außer, jetzt kommt der ganze, ganz große Plot-Twist. Es sind drei gewesen. Nein, das ist der Angeschlechte, okay. Na, Fallenbogen ist doch noch ein bisschen stärker. Na, ich glaube, jetzt hat er den Käse gerochen.
und kommt mir jetzt entgegen. Oder auch nicht. Er hat vergessen, dass er mich töten wollte. Die haben leider auch nicht so das beste Gedächtnis. Er läuft da so ein paar Meter und dann so... Was wollte ich hier eigentlich? So, ich könnte noch... Darunter. Das ist im Endeffekt auch nur... Okay, das ist der andere Weg. Ich könnte auch noch darunter. Aber ich glaube, das bringt mir nicht viel. Na gut, dann können wir hier erstmal vorbei. Was wollte ich machen? Ach ja, Steine gucken. Oh, das nächste Feuer schon. Was? Das ist ein sehr gütig, Spiel. Ich habe noch nicht viel gemacht, aber das ist sehr gütig. Wo bin ich überhaupt gerade? Ich glaube, ich stand da oben dran, ne? Kathedrale des Abgrunds. Dicke Bert hat sich für die eingebürgert. Ja klar, das passt perfekt wie Arsch auf Eimer. Finde ich. Kathedrale des Abgrunds klingt nicht so nett. Ist das so ein Abgrund? Springen wir mal runter. Das hat mir... Na, wobei doch, es hat mich jetzt hier hochgebracht. Warum läuft da jemand? Wo willst du hin? Wo gehst du hin? Okay. Dann halt nicht. Dachte er wohl zu mir. Hab mich wohl verwählt. Also ich war quasi nicht auserwählt, deswegen habe ich mich halt verwählt. Hi. Und doch. Oh, der kann auch hier hochwerfen. Oh, kann es sein, dass du mich nicht treffen kannst von da unten? Ich sollte ihn vielleicht auch anvisieren. Na doch, er kann mich treffen. Na, du stehst ein bisschen zu nah an der Kante, mein Lieber. Der andere ist jetzt auch da. Jetzt springe ich erst recht nicht runter. Ich weine, wenn ich hier gleich runterfalle. Seid ihr damit vielleicht ein bisschen... Na, wobei... Ach, scheiß drauf. Aua. Was tut ihr? Naja. Ich finde das gerade irgendwie witzig. Das weniger. Ich halte mich mal. Ich hatte da so eine Machete im Arm. Passiert mal. Was tut der da? Das ist irgendwie ein Skill oder so? Ist er pupst? Oder
Oder versucht er mich da runter zu furzen oder so. Ich verliere jetzt irgendwie nur kurz die Anvisierung. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil er zu nah dran ist. Ja, ich wollte gerade fragen, haben die keine Messer mehr? Aber das hat meine Frage gerade perfekt beantwortet. Aua. Einfach in aller Ruhe. Nichts überstürzen. Oh, der hat sogar so ein Spinnenschild. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich auch runterschwingen und ihn mit einem Sturzangriff besiegen. Zählt das als Cheese, wenn ich einfach hier oben an der Klippe stehe und ihn angreife? Wenn das Spiel mir legit die Möglichkeit gibt, hier an der Kante zu stehen. Okay, Nummer 1 dead. Und Nummer 2. Ach komm, jetzt kann ich auch runter. Never mind. Alter! Ich hatte mein Schild nicht ausgerüstet. Das war das Problem. Guck mal, sogar ein Spinnenschild, wirklich. Nie ohne Schild aus dem Haus. Ach guck mal, hier bin ich sogar gerade runtergesprungen. Jetzt kann ich runter. Wird erstmal niedergemäht. Das war doch klar, dass das passiert, oder nicht? Sollten aber auch nicht respawnen. Hier noch was Schönes, so eine Essensscherbe vielleicht. Asche eines Paladins. War das nicht sogar das, und damit die Dame da neuen Stuff bekommt? Ja! Geil. So. Da hinten lauert was. Da oben lauert auch noch was. Und da lauert auch noch was. Dogo? Komm her. So. Scheiße, sind das viele Dogos. Oh, da stand da jemand hinter. Gar nicht gesehen. Erstmal den Dogo herlocken. Und erstmal schnell hinterm Baum. Kann ich dich anvisieren? Ja. Oh, nice. Die halten nicht viel aus. Aua. Aua. Hier sind aber eindeutig zu viele Dogos. Problem ist. Verdammt. Ich dachte, ich stehe hier safe. Also meine Falle sind das nicht, die in den Dieren stecken, Dogo. Ich finde, das sieht teilweise echt so aus, als würden die Pfeile noch schön kurvend fliegen. Nein. Dogo anlocken. Und Dogo battle. Das war knapp. Ja. Perfekt. Er hat mich zwar noch erwischt, aber egal. So.
schon schnell hinterm Baum oder so. Verdammt. Wow. Das war schön gedodged. Moment, habe ich... Oh shit, ich habe mein Übergewicht, ne? Ich habe meinen Bogen noch nicht gerüstet. So. Ganz vergessen. Ich brauche echt mehr Kondition. Oder mehr Belastbarkeit eher. Ja, Dogos und Sniper sind echt eine böse Kombo. Die machen nämlich genau dieses... Oh, ich hätte mich auch hinten einfach anschleichen können. Ist halt eben genau das Miese, dass du einmal jemanden hast, der halt aus der Entfernung gut schießt und einmal ganz schnelle Gegner, die dich... Da war es gerade was gebellt? Nein. Und einmal schnelle Gegner, die dich aus der Nähe eben schnell niederfetzen können. Und dann stehen ja auch noch so blöd, die Gegner. Große Seele eines unbekannten Reisenden. Okay. Dann haben wir hier in dem Bereich schon mal alles. Mehr Schaden ist das einzig Wahre. Das Problem ist, mehr Schaden bringt mir leider nicht viel, wenn ich den ganzen Stuff nicht tragen kann. Aber ja, mehr Schaden ist schon nice. Habe ich in Dark Souls 2 gemacht. Einfach nur Schaden. Da hat es komischerweise mit dem Gewicht eigentlich gepasst. Ich habe da nie Probleme gehabt mit in Dark Souls 2 mit dem Gewicht. Kathedrale des Abgrunds. Warum brennst du? Darum brennt er. Er hat es mir beantwortet. Kann man nicht sagen, dass es ein mieser Dude ist, der meine Fragen nicht beantwortet. So, schnell niedermetzeln, bevor die sich irgendwie, keine Ahnung, verwandeln oder so. Dolch. Mhm. Esto-Scherbe. Nice. This man is on fire. Findest du Dark Souls 2 so schlimm, wie alle sagen? Nö. Also ich kann das ganze Gemecker an Dark Souls 2 bisher noch null nachvollziehen. Ich hab schon. Weiß nicht, 12, 3, 13? 13, 14 Stunden herum? Glaube ich, gespielt. Und kann die ganze negative Kritik, die ich bisher immer so gehört habe, nicht nachvollziehen. Ich finde das bisher echt gut, das Spiel. Ist da noch was drin? Von daher mal gucken, wie es dann am Ende sein wird. Vielleicht kommt ja noch der ganze Bullshit. Und ich bin eben noch verschont geblieben bisher. Hallo? Ich glaube, ich bin in der Kirche. Jawohl, die Kathedrale des Abgrunds hier. Sollte ich hier rein? Jo. Seems good. Kann ich die Stühle kaputt machen? Keine Stühle in meiner Kathedrale! Da ich aber zu faul bin, alle kaputt zu machen, dürfen die stehen bleiben. Stachelpeitsche. Oh, für die ganz harten Spielchen. Lass mich raten, das mache ich irgendwann auf. Ja. Ich habe aber noch genug Estos und bin eigentlich noch gut dabei. Von daher setze ich mich jetzt erstmal noch nicht hin. Aber hey, ich habe hier potenziell zwei Shortcuts, die ich öffnen kann. Das freut mich auf jeden Fall, dass ich später irgendwann hier sehr viel leichter durchkomme. Dann... Boah, nee, ich habe zwei Wege, glaube ich, ne? Einmal oben der Friedhof und einmal hier unten die Höhle. Oder so. Einfach mal hoch. Ich habe gerade Seelen bekommen. Das ist nett. Und... Will ich zu dem Ding hin? Ich habe irgendwie das Gefühl, nein. Kriege ich das von hier hinten aus erwischt? Nice! Ich hab's wirklich erwischt bekommen. Oh ja, 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 komm näher.
Aua. Besteht der aus Würmern? Schon, oder? Das ist schon hardcore eklig. Irgendwie baut sich da gerade bei mir was auf. Können wir das mit diesem Blutverlust bitte einmal? Oh. Die sind an mir dran. Das ist durch den Treffer, den er mir gegeben hat. Kann ich mich anzünden, damit die weggehen? Das wird nämlich gleich nochmal wehtun. Zagalon! Danke für 4 Monate Treue. Super geil von dir. Ich habe da so ein paar Würmer an mir dran. Wie kriege ich die runter? Ich glaube, ich habe nichts gegen Blutung, ne? Na gut. Oh, scheiße. Das ist Eis. Da ist die Eisbestie, die wir letztens, glaube ich, gesehen haben. Ah. Die gehen nach einer Weile einfach von alleine weg. Okay. Mit einer Fackel vielleicht. Könnte ich mal versuchen beim nächsten Mal. Der wurmt mich. Ja. Can relate. Ich dachte irgendwie, hier passiert was. Oh, irgendwie auch nicht. Das Problem ist, da hinten war noch einer, ne? Noch zwei. Ich habe gerade den Schwanz von dem einen gesehen. Aber hier ist sonst auch nichts weiter. Wie kriege ich die jetzt am angenehmsten weg? Oder ich gucke erstmal weiter. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee. So, wir haben da oben einen Gang und wir haben hier einen Gang. Und einmal den da hinten zu dem Kristall. Ich sehe dich da. Ich glaube, Jani, ich hätte dich übersehen. Kleine Titanitscherbe. Ist das wieder meine Kirche von eben? Ja, das ist der Vorraum zu der Kirche. Das heißt aber auch, dass da vorne die Tür zu der Kirche sein sollte. Ich krieg den von hier oben nicht weggeschießt, ne? Hier ist so gerade die Grenze. Oh, Magie macht ja gar keinen Schaden. So. Jetzt schnell einmal gucken, ob ich die Tür hinten öffnen kann. Ist das hier? Ist das eine Tür? Nein, das ist eine Wand. Verdammt. Hier ist gar keine Tür. I failed. Doch nicht. Vielleicht? Scheiße, das ist noch so ein Würmer. So ein 2 Würmer. Nee, gar nicht, oder? Okay, ist nur 1 Würmer. Du kommst hier aber nicht rein, oder? Das ist zu eng für dich. Bitte lass es zu eng für dich sein. Nein! Die sehen doch richtig an. Diese Würmer müssen... diese Würmer, sage ich schon. Diese Kristallechsen müssen mich echt hassen, oder? Das sieht interessant aus.
Ich habe da so einen Eiszapfen auf dem Kopf oder so. Ne? Achso. Ich einfach random die Anvisierung. Eigentlich müsste der Stream echt einfach Cheese Souls heißen. Und Anvisierung. Achso, wahrscheinlich immer, weil er der Kopf hinter der Wand versteckt. Na? Weißt du was? Fuck it, mit der Anvisierung. Schieß einfach so drauf. Ich wollte es easy mit der Anvisierung machen, aber... So easy ist es anscheinend. Oh nice, eine Titanitschuppe bekommen. Ach ja. Ich vergaß, ich bin zu fett. I'm sorry. Die Frage ist jetzt... Wo ist der Eingang der Kathedrale? Jetzt muss ich mich noch mal kurz orientieren. Also. Da ist der Typi. Die Sache ist, wo ist draußen? Müsste in der Richtung sein, hätte ich jetzt gesagt. Das heißt, das hier ist die große Kathedrale. Das heißt... Ups. So. Hier müsste eigentlich irgendwo die Tür sein. Oder da in dem Raum.